Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Buschnack und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BookTube Sommercamps. Das habt ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen. Im Sommer organisiert die liebe Juli von Juli Bücher ja immer dieses riesengroße BookTube Sommercamp. An diesem Projekt nehmen ganz viele BookTuber und BookTuberinnen teil und ich bin dieses Jahr auch mit dabei. Ja, mit einem Video, das das Thema Sommer aufgreift. Im besten Fall natürlich auch Bücher. Das habt ihr jetzt hier nicht, aber das kennt ihr ja schon von mir, dass sich nicht alles immer um Bücher dreht. Aber es wird nichtsdestotrotz wahnsinnig spannend. Ich teste nämlich eine Eismaschine. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich liebe ja Eis, ja? Kommt das vor oder nach Schokolade? Das weiß ich jetzt nicht. Aber Eis steht so in den Top 3, würde ich sagen. In den Top 3 ist Eis mit dabei. Und ihr wisst ja, dass ich hier gerade so ein bisschen meine Ernährung umstelle. Das bedeutet auch zuckerfrei, nach Möglichkeit zuckerfrei. Und ich schaffe das ganz gut, bis auf diese Eisgeschichte. Schokolade, okay, kann ich mich noch mit arrangieren, aber bei Eis hört der Spaß ja für mich auf, ja? Das heißt, ich brauchte irgendwie eine Idee oder etwas, womit ich Eis herstellen kann, und zwar so, wie ich das brauche. Ich möchte ja auf nichts verzichten. Ich möchte schon alles reduzieren und ein bisschen bewusster zu mir nehmen, aber ich möchte nicht unbedingt auf etwas verzichten, vor allem nicht auf Eis. Ja, und da habe ich mir etwas einfallen lassen, beziehungsweise die Hersteller der Ninja Creamy haben sich da etwas einfallen lassen. Die habe ich mir nämlich gekauft und mal ausgetestet. Und das zeige ich euch gleich, ob das klappt und wie das klappt, ob das schmeckt oder ob das vielleicht sogar rausgeschmissenes Geld ist. Ich bin da ja immer sehr ehrlich. Die kostet nämlich, wenn sie nicht im Angebot ist, 200 Euro, ein bisschen was drüber sogar. Es ist horrend viel Geld. Ja. Und ich teste das jetzt, damit ihr das nicht machen müsst. Im Übrigen werde ich euch die gesamte Playlist des BookTube Sommercamps in die Infobox verlinken und auch die Reihenfolge der Kanäle, die hier mitmachen und wer heute Nachmittag 14 Uhr dran ist. Das ist eine ziemlich große Runde. Da ist, glaube ich, für jeden Geschmack was mit dabei. Ein ganz großes Chapeau geht an Juli Bücher, die hat das nämlich wieder organisiert, dieses gesamte BookTube Sommercamp. Und ich kann euch sagen, das ist nicht ganz so einfach. Ab einer bestimmten Anzahl von Menschen ist die Organisation eines Ereignisses immer eine kleine Herausforderung, vor allem, weil es da auch immer Besonderheiten gibt. Und das zeitlich alles in einem Rahmen zu packen, also da ist Juli ja so ein Organisationstalent, finde ich. Jetzt gucken wir uns mal die Ninja Creamy an. Und ich werde euch ganz ehrlich sagen, ob sich das lohnt, wie das Eis auch schmeckt oder ob euch das Geld am besten sparen könnt. Ich habe mir im Übrigen den heißesten Tag des Jahres dafür ausgesucht. Es sind 32 Grad. Darum entschuldige ich mich direkt im Vorfeld für ein hochrotes Gesicht, ein ständig glänzendes Gesicht und eventuelle rote Flecken, die darauf hinweisen, dass mein Körper völlig überhitzt ist. Also ihr Lieben, schnappt euch ein Glas Wasser, macht's euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Eigentlich wollte ich den Prime Day ausnutzen, um mir eine Ninja Creamy zu kaufen. Ich habe immer gesagt, ich mache das nicht, weil das kann mein Lidl, Thermomix für Arme, auch. Kann er aber nicht. Jetzt gab es ihn beim Prime im wirklich sehr guten Angebot. Und ich habe zu lange überlegt und habe es dann, habe das Angebot verpasst. Es war wirklich ein Wahnsinnsangebot. Und dann hatte ich aber diese Idee schon in meinem Kopf und dann kam ein zum anderen. Kurzum, ich habe Ninja Creamy bestellt. Immer noch im Angebot, ne? Bei Mediamarkt. Die sollte eigentlich erst morgen ankommen. Ja, das ist Mediamarkt, die ist heute schon da. Was ganz gut ist, weil ich mir gedacht habe, dass ich auch gleich noch einkaufen fahre und wir dann zusammen ein paar Eisrezepte machen. Das passt doch sehr gut zum Thema des heutigen Videos. Oh Gott, die kriege ich doch niemals da raus. Halt, stopp. Das ist sie. Bin ich gespannt, ne? Oh, guckt mal, zack, da ist der Stimpy im Karton. Aus fast allem Eiscreme und mehr machen. Oh Gott, das kriege ich doch hier niemals raus. Sieht ein bisschen aus wie ein Kaffeeautomaten. Also es ist auf jeden Fall sehr gut verpackt. Das ist ja ein bisschen nervig. Kann man für den Preis aber auch wohl erwarten. Aha. Und dann kann man hier auswählen Espresso, Latte Macchiato, Kaffee schwarz. Und dann sollen eigentlich dazu noch Behälter sein. Da sind sie. Das heißt, da können wir noch ein paar mehr Sachen ausprobieren. Ich habe
tatsächlich schon ein paar Rezepte im Kopf und das machen wir einfach mal. Während das Eis kühlt oder das Gefrorene, was wir da zurechtgemischt haben, friert, mache ich jetzt mal einen Salat. Und zwar einen Salat, den ich ganz gerne mag und der leicht ist. So, das machen wir mal. Ich habe das jetzt alles schon mal so ein bisschen vorbereitet, ne, damit ihr dieses ganze Geschnippel nicht sehen müsst. Ich habe jetzt hier so einen Feta oder ihr könnt veganen Feta nehmen. Tomaten, Frühlingszwiebeln, die habe ich alle schon klein geschnitten. Gurken, ganz viel Gurken, Gurken gehen halt immer. Und Kichererbsen, die dürfen ja bei mir nicht fehlen. Ne? Ich werde euch mal unten aufschreiben, welche Mengenangaben ich gemacht habe. Beim Dressing, Leute, das war ganz einfach. Das habe ich auch so Pi mal Daumen gemacht. Das ist Senf, da habe ich den Senf genommen, den Hendrik mir geschenkt hat. Aber normalerweise würde ich da Dijon-Senf nehmen und habe Orangensaft mit reingemacht und dann noch lauter Kräuter. Ich schreibe euch das mal so gut, wie es geht, in die Infobox. So, los geht's. Das ist jetzt eigentlich nur noch ein Zusammengemixe, ne? Ich trinke ja immer zu wenig, ne? Darum habe ich mir mal angewöhnt, mir immer was zurechtzumischen mit so einem zuckerfreien Sirup. Eigentlich nehme ich immer den von Moa, aber ich nehme jetzt, ich habe mir gestern den geholt von, was ist das, von Juicy? Ja. Aber tatsächlich trinke ich dadurch ein bisschen mehr. So, dann mixen wir jetzt mal alles zusammen. Ein paar hebe ich mir jetzt auf fürs Topping. Stampy und ich machen jetzt das Einzige, was man auch machen kann bei diesem Wetter. Wir setzen uns vor den Ventilator, gucken einen Film, gell? Und genießen den Salat. Müssen wir mal? Wir versuchen das jetzt mal mit der Ninja Creamy und stellen mal unser eigenes zusammengestelltes Eis her. Wenn das klappt, Leute, wäre es natürlich echt cool, ne? Weil ihr euer Eis selber zusammenstellen könnt. Ich habe jetzt schon gelernt, dass dadurch, dass ich keinen Zucker verwendet habe, ich nicht auf Ice Cream gehen kann, oder ich kann schon, aber sollte ich nicht machen, sondern auf Light Ice Cream. Wir probieren das einfach mal aus. Das ist jetzt noch keine 24 Stunden her, dass ich das Ganze gefroren habe. Es sind vielleicht, weiß ich auch nicht, sagen wir mal,
sagen wir mal, knapp 20. Aber es ist wirklich alles steinhart. Das, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Dadurch, dass heute so ein krasser Sonnentag ist, passt natürlich gut zum Thema. Jetzt weiß ich auch leider nicht mehr, was war. Ich habe auch gelesen, dass es nicht verkehrt ist, wenn es mal ein bisschen antaut. Ich habe, falls wir das brauchen, noch jeweils Haselnuss-Drink und Mandelmilch. Dann stellen wir das jetzt hier einfach mal rein. Wenn das jetzt sehr laut wird, und es wird wahrscheinlich sehr laut, werde ich es jetzt ein bisschen leiser machen. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Das ist noch bröselig, das habe ich mir gedacht, das sah, aber an den Seiten ist schon sehr geil. Das sah bei den Videos, die ich gesehen habe, tatsächlich auch am Anfang immer ein bisschen bröselig aus. Darum machen wir jetzt noch mal einen Respin. So, und nach einem Respin sieht das Ganze so aus. Das sieht schon geil aus. Oh wow, das sieht toll aus. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache hier mal eine Kuhle rein. Das ist mit Sicherheit hier schon zu voll. Also wenn da steht Maximum, an diesen kleinen Bowls sollte man das nicht bis zum Maximum auffüllen, wenn man noch was reinmachen möchte. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Schoki rein. Und dann gibt es hier den Punkt Extras. Oh, das sieht schon toll aus. Jetzt probiere ich das mal. Das ist schon lecker. Und ich finde das auch super untergerührt alles. Aber mir ist das ein bisschen unsüß. Das ist jetzt mein Fehler, ne? Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich muss beim nächsten Mal ein bisschen mehr Süße reinmachen. Und es ist ein bisschen kristallisiert, ein bisschen zu doll. Und ich glaube, aber lecker, dass es daran liegt, dass ich zu oft gespinnt habe. Wisst ihr, was ich meine? Wir probieren mal die anderen. Wir machen das jetzt mal mit dem Nusseis. Das sieht schon toll aus. Das probiere ich auch mal. Seht ihr das, wie cremig das ist? Super lecker. Und das letzte Eis, das sollte ja so ein Solero-Ding werden, ne? Oh, das ist jetzt schon nach dem ersten Durchgang total cremig. Da möchte ich gern... Oh wow, das ist lecker. Hier ein paar getrocknete Früchte reinmachen. Guckt euch das mal bitte an. Wie überhitzt ich schon wieder bin. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur auf Knöpfe gedrückt. Also Leute, mein Favorit ist definitiv Solero-Eis. Ich finde die anderen auch lecker. Danach kommt direkt das Haselnuss-Eis. War auch sehr lecker. So gut. Jetzt wollt ihr bestimmt ein Fazit haben. Hat sich das jetzt gelohnt? Mit der Eismaschine. Ich habe die Eismaschine ja jetzt erst seit ein paar Tagen in Benutzung, aber es sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen. Und das ist zum einen, je mehr Fett ihr beifügt,
oder beimengt, ja, ob das Sahne ist. Ich habe auch schon Rezepte gesehen mit gezuckerter Kondensmilch, desto cremiger wird es. Aber auch ohne Sahne und ohne Fett wird das Eis tatsächlich cremig. Und das muss irgendwie an diesen Fräsern, an dieser Fräsmaschine liegen. Das sind nämlich keine Messer, also die könnt ihr anfassen, das schneidet ihr euch nicht. Das ist so ein Frästeil, das sich durch diesen Eisblock fräst. Und zwar so langsam, also mit sehr viel Wucht, aber so Stück für Stück und sehr langsam, dass das Eis tatsächlich dann sehr cremig wird. In den meisten Fällen braucht man zwei Durchgänge, das muss man auch wissen. Was ich persönlich nicht schlimm finde, lässt man da zweimal durchlaufen. Vor dem zweiten Durchlauf mache ich meistens immer noch einen Schluck Milch rein, einen Schluck Mandelmilch. Es funktioniert super mit ungezuckerter Mandelmilch. Die ist nämlich, also ich persönlich empfinde die als sehr neutral. Die ist super fettfrei. Da bekommt ihr ein Haselnusseis. Ich liebe Haselnusseis. Ein Haselnuss-Nougat-Eis bekommt ihr hin, das mit so wenig Kalorien. Ich werde ein paar Rezepte mal über die Shorts zeigen und euch dann auch mal ausrechnen, wie viele Kalorien so ein riesen Eisbecher hat. Und für alle Weight Watcher-Freunde werde ich das mal in Punkte umrechnen. Also dieser ganze, das hier ist ein Schokoeis mit Oreo-Keksen, der hat 4 Punkte tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kalorien es hat, müsste ich dann nochmal ausrechnen, aber 4 Punkte. Der größte Vorteil für mich, den ich hier sehe, ist, dass man sich das Eis so herstellen kann, wie man das braucht. Ja, so ein bisschen auf einen zugeschnitten. Ob das vegan ist, ob das glutenfrei ist, ob das zuckerfrei ist, was auch immer. Diese Eismaschine macht aus allem Eis. Es ist faszinierend. Und für Eisfreunde ist das eine ganz klare Empfehlung. Das, was diese Ninja Creamy macht, das schafft mein Monseigneur de Cuisine Plus, dieser Thermomix für Arme vom Lidl, der würde das nicht schaffen. Der würde das nicht so hinbekommen wie diese Maschine jetzt. Das liegt aber auch daran, dass die Becher recht klein sind. Muss ich aber mit Anführungszeichen setzen, ja. Ich persönlich finde die Eismaschine total überteuert, völlig überteuert. Also wenn ich mir überlege, dass es da auch diese Deluxe-Ausgabe gibt für 350 Euro, ich glaube 350, ich will nichts Falsches sagen, braucht kein Mensch. Diese ganzen Funktionen, die es da gibt, die ähneln sich und gleichen sich auch. Ich werde euch das mal hier einblenden, damit ihr seht, wo der Unterschied ist. Der Unterschied ist einfach nur in der Umdrehung, ja, oder in der Motorleistung. Und das ist dann so ein bisschen aufgeteilt in die verschiedenen Modi, weil es zum einen nett aussieht und weil es auch einfach sehr einfach dann zu bedienen ist, ja, so intuitiv zu bedienen. Das finde ich super, aber die Deluxe-Maschine braucht meiner Meinung nach kein Mensch. Diese haben, super, herzlichen Glückwunsch, aber ich finde es halt einfach rausgeschmissenes Geld. Aber ich empfehle die Maschine auf jeden Fall für alle Eisfans. Also für Eisfans ist diese Maschine tatsächlich ein Muss. Und wenn es die irgendwann in 2 Jahren für 80 Euro gibt, dann mache ich mir ein Eis und fange an zu weinen. Leute, für mich ist das eine ganz klare Empfehlung. Ich bin sehr happy mit der Eismaschine, auch wenn die wahnsinnig teuer ist. Lohnt sich das für mich als Eisfan absolut. Ich werde euch die mal in die Infobox packen. Genauso wie alle Kanäle, die hier noch folgen und die vor mir waren, die Teil des BookTube Sommercamps waren und es sind. Und wir sehen uns im nächsten Video. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ciao.